Hallo, hier ist Dennis mit einem neuen Video. Heute zeige ich dir, wie du ganz einfach das Lied Let It Be von den Beatles spielen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Im ersten Schritt kümmern wir uns erstmal um die Akkorde. Der erste Akkord, den wir haben, ist C-Dur. Der nächste Akkord ist G-Dur. Dann haben wir einen A-Moll-Akkord. Und den F-Major-7-Akkord. Am Ende des Verses und des Chores haben wir immer eine kleine Melodie. Hier spielen wir als ersten Akkord den F-Major-7. Danach wechseln wir mit dem zweiten Finger auf die D-Seite in den zweiten Bund. Das ist dann der Akkord C über E. Danach nehmen wir den zweiten Finger weg, spielen eine leere D-Seite und als letztes den C-Dur-Akkord. Im Interlude oder in der Bridge haben wir auch wieder das Ende des Verses des Chors, also F Major 7, C über E, C mit leerem D im Bass, dann C-Dur-Akkord. Als nächstes spielen wir einmal im ersten Mund auf der A-Seite den Ton BB, leere A-Seite, G-Dur-Akkord, F-Dur-Akkord und wieder C-Dur-Akkord. Im nächsten Schritt kümmern wir uns um den Rhythmus. Der Rhythmus ist immer eine Viertelnote und zwei Achtelnoten. Wir spielen zwei Akkorde pro Takt. Beim C-Dur-Akkord heißt das runter, runter, rauf, G-Dur-Akkord, runter, runter, rauf. Das ist schon der Rhythmus für das komplette Lied im Vers- und im Chorusteil. In Schritt Nummer 3 spielen wir jetzt zweimal den Versteil und zweimal den Chorusteil durch mit einem Backing-Track. Als nächstes folgt noch einmal die Bridge, die vor dem Solo ist und am Ende des Liedes. Noch einmal. Das war unser kleines Tutorial zum Lied Let It Be von den Beatles. Wie ihr seht, könnt ihr es mit einigen wenigen Akkorden sehr leicht nachspielen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, welche Themen dich interessieren würden. Wenn du dich dafür interessierst, wie man richtig Rhythmusgitarre spielt, dann besuche auch gerne meine Webseite www.dennis-gitarrenakademie.de. Dort findest du einige Videokurse von mir, unter anderem auch ein kostenloser Videokurs zum Thema Griffbrettorientierung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachspielen, bis zum nächsten Mal.